Unter meinen letzten Videos gab es immer wieder die Frage, wie man denn eine CCU3, sei es jetzt Raspberry-Matic oder die originale Firmware, mit einbinden kann in den Home Assistant. Und genau darum habe ich mir jetzt hier meine CCU nochmal geschnappt und möchte dir genau das zeigen. Los geht's nach dem Intro. Dieses und viele andere Themen erkläre ich natürlich auch in meinem Home Assistant Kurs. Das heißt, wenn dich dieses Thema interessiert, dann schau dir doch den Kurs mal an. Vielleicht ist es ja genau das Richtige für dich. Aber jetzt hier in diesem Video wollen wir uns nochmal genau anschauen, wie man denn die CCU3 mit in den Home Assistant integriert. Dabei hast du halt eine CCU3 und möchtest alle möglichen Geräte und so weiter auch im Home Assistant nutzen. Das ist das, was wir uns jetzt ja anschauen wollen. Und hierbei ist es egal, ob du jetzt die originale Firmware nutzt oder Raspberry Matic, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und ich denke, da legen wir jetzt einfach mal mit los, oder? Um die Integration jetzt hinzuzufügen, dafür bin ich jetzt hier schon in meinem Testsystem und klicke jetzt hier auf den Punkt Hex. Den Hex Store, den solltest du auch installiert haben. Falls noch nicht, dann schau doch einfach mal hier auf YouTube. Da gibt es sehr gute Videos von Simon42, also von Simon und natürlich auch von Matthias vom Kanal Hausautomatisierung. Auch da gibt es tolle Videos, wie du Hex installierst. Es gibt so viele Videos darüber, darum spare ich mir das hier an dieser Stelle. Hast du dein Hex installiert, dann hast du nämlich auch die Chance, ein benutzerdefiniertes Repository hinzuzufügen. Das heißt, dass hier im Hex ja schon sehr, sehr viele Integrationen mit drin sind, aber es gibt noch welche, die du nicht direkt hier im Community Store findest und aus diesem Grund kannst du dort nochmal benutzerdefinierte hinzufügen. Und da gibt es nämlich einen hier von Daniel Perna 84, der hat nämlich eine tolle Integration geschrieben für Homematic. Darum kopiere ich mir jetzt hier oben diesen Link einfach raus, springe nochmal in den Hex Store und kann hier oben rechts auf diese drei Punkte klicken. Hier kann ich jetzt ein benutzerdefiniertes Repository hinzufügen. Trage hier den Link nochmal ein, den findest du natürlich auch auf meiner Webseite oder hier unten in der Videobeschreibung. Und als Kategorie wähle ich dann hier eine Integration aus. Klicke nun auf Hinzufügen. So, jetzt haben wir es hier auch hinzugefügt. Falls du es wieder löschen willst, kannst du das hier an dieser Stelle auch machen. Und du siehst hier schon im Hintergrund hier Homematic IP Local. Genau das ist nämlich die Integration, die wir jetzt hier brauchen. Klicke ich dort auch nochmal drauf, da möchte ich erstmal noch ein paar Infos dir geben, die hier nicht ganz unentscheidend sind. Nämlich zum einen, dass wir halt das Ganze wunderbar installieren können. Allerdings, QXD wird hier nicht supportet, wie du sehen kannst. Falls du Geräte hast, die du in QXD eingebunden hast, die bekommst du so von den Werten her erstmal nicht in den Home Assistant. Ansonsten funktioniert allerdings alles. Allerdings, wenn du die Firewall eingeschaltet hast, dann solltest du auch entsprechende Ports hier nochmal hinzufügen. Und zwar siehst du hier in der Übersicht auch die entsprechenden Ports hier alle nochmal mit dargestellt. Das heißt, hier hast du auch nochmal eine Übersicht, welche Ports du freigeben musst, wenn du das sowieso nicht lokal bei dir eingeschaltet hast. Ich bei mir habe halt meine Firewall so konfiguriert, dass lokal alle möglichen Dinge abgefragt werden können. Falls das wie gesagt bei dir nicht ist, dann denke ich, weißt du auch, wo du das einschalten kannst. Eine Authentication ist ebenfalls required. Ein toller Satz. Das heißt, du musst unbedingt Benutzername und Kennwort mit eintragen, wenn du die Integration installierst und konfigurierst. Das muss unbedingt geschehen sein. Ich denke, das sollte auch klar sein, denn ja, eine CCU, die halt irgendwie ohne Benutzername und Kennwort da ist, das ist irgendwie auch nicht so ganz richtig. Das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was hier mit drin sein muss. Allerdings keine Umlaute. Das heißt, die funktionieren da nicht. Wenn du irgendwie im Benutzername oder im Umlaut oder im Passwort einen Umlaut drin hast, dann könnte es dort zu Problemen kommen. Ja, und das war es jetzt erstmal so von den wichtigen Punkten her. Ich denke, wir laden uns das jetzt hier einfach mal kurz hier herunter. Also klick hier unten auf Herunterladen. So, und jetzt haben wir die Integration schon mal heruntergeladen und jetzt können wir hier auf den Punkt Einstellungen gehen. Und jetzt sieht man hier auch schon eine Reparatur, Restart is required. Das heißt, wir müssen erstmal den Home Assistant neu starten, damit wir dann die Integration noch installieren können. Das mache ich jetzt hier natürlich als nächstes. So, der Home Assistant ist neu gestartet. Das heißt, jetzt können wir auch damit beginnen, die Integration wirklich zu integrieren, indem ich jetzt hier einfach auf den Punkt Geräte und Dienste klicke und kann jetzt hier unten eine Integration hinzufügen. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle nochmal nach Homematic suche, dann nicht dieses hier nehmen mit diesem alten Logo, sondern hier Homematic IP Local. Ebenso siehst du ja hier durch diesen Karton hier, dass es eine benutzerdefinierte Integration ist und die haben wir ja gerade heruntergeladen.
Ich klicke darum hier drauf und habe jetzt hier ja, die Chance, alles einzutragen, sodass wir dann auch die Homematic mit dem Home Assistant verbinden können. Als Instanzname nehme ich jetzt hier einfach mal CCU-Test. Und hierbei ist es auch egal, ob du jetzt eine Raspberry-Matic hast oder eine richtige Homematic-CCU. Das spielt an dieser Stelle überhaupt gar keine Rolle mehr. Ich trage jetzt meine IP-Adresse ein von meiner CCU, meinen Benutzernamen und mein Kennwort. So, und jetzt die weitere Konfiguration hier. TLS benutze ich nicht, weil es einfach lokal ist alles bei mir, darum brauche ich das an der Stelle nicht. Meine Callback-IP-Adresse und so weiter, das lasse ich hier auch alles frei. Und hier der Systemvariablen-Scan, den lasse ich auch mit aktiviert. Das heißt, Systemvariablen werden halt immer wieder mit abgefragt, alle 30 Sekunden, so ist es hier halt eingestellt. Und so haben wir das dann auch mit hier im Home Assistant. Auch Systembenachrichtigungen lasse ich aktiviert. Ja, und kann das jetzt absenden und kann jetzt nochmal, falls das irgendwie noch anders bei dir ist, die Portadressen ändern. Aber das habe ich noch nie irgendwie umgestellt oder ähnliches, darum lasse ich das alles soweit, wie es hier auch ist. Und könnte jetzt noch Heizgruppen mit aktivieren, dass die halt auch mit synchronisiert werden. Wichtig da natürlich an der Stelle auch, dass die Ports, wenn du das möchtest, auch mit in der Firewall halt freigegeben sind. Hatte ich gerade eben ja schon mal mit erwähnt. Und falls du halt noch alte Homematic Wired Geräte hast, ich spreche jetzt nicht von Homematic IP Wired, sondern wirklich alte Homematic Wired, dann kannst du das hier auch nochmal mit aktivieren. Habe ich bei mir nicht, also sende ich das jetzt erstmal so ab. So, und jetzt an dieser Stelle bekommst du, wie du es hier sehen kannst, eine recht lange Liste mit Geräten. Ja, je nachdem. So, und jetzt an dieser Stelle haben wir halt die Verbindung hergestellt zwischen dem Home Assistant und der CCU. Und entsprechend bekommst du jetzt eine meist längere Liste, ja, von allen Geräten natürlich, die du halt auch in der CCU mit angelernt hast. Und nun musst du halt schön säuberlich alle möglichen Geräte halt auch einem Raum zuordnen. Ja? Das heißt, überall, wo jetzt hier zum Beispiel noch Bereich steht und hier zum Beispiel ein HDMI1, das ist mein Rollo, das weiß ich jetzt zufällig auswendig, kann ich das hier halt hinzufügen. Falls du den Raum noch nicht erstellt hast, dann hast du hier unten auch die Möglichkeit, einen neuen Bereich hinzuzufügen. Bei mir ist es allerdings bei mir hier im Büro, das heißt, ich kann das einfach so hinzufügen. Und ja, jetzt kannst du halt diese ganze Liste nochmal durchgehen bei dir und alles Mögliche halt den Räumen hinzufügen. Bei solchen Sachen jetzt zum Beispiel wie der Zentrale selber, da wird ja auch ein Raum abgefragt und ich bin auch ein großer Fan davon, die Räume hier zu pflegen. Da empfehle ich dir ansonsten auch einfach nur einen Raum zu erstellen, den es vielleicht gar nicht so gibt, den du einfach Technik nennst. So habe ich das bei mir gelöst, dass wir halt solche Sachen auch irgendwo hinzufügen können und die halt da mit drin haben. Und ja, halt alles sauber dokumentiert ist, wo halt was zugehört. Klickst einfach nur noch auf Fertig und jetzt sehen wir hier halt auch unsere Homematic IP Local mit 71 Geräten und fast 900 Entitäten. Wenn wir jetzt hier nochmal draufklicken, dann möchte ich dir allerdings noch eine Sache zeigen. Und zwar haben wir hier auch Entitäten drin, die Systemvariablen in der CCU sind. Die sind standardmäßig allerdings nicht aktiviert, wie du das hier auch sehen kannst. Dafür, falls du Systemvariablen nutzen möchtest in deinem Home Assistant, die du dort brauchst, dann kannst du hier einfach draufklicken, also die Entität einfach raussuchen, dort draufklicken und hier in die Einstellungen gehen, um sie dann hier zu aktivieren. So hast du dann auch diese Entitäten in deinem Home Assistant und kannst sie dort halt für irgendwelche Auswertungen nehmen oder natürlich auch steuern. All dies kannst du dann auch hier im Home Assistant machen. Und noch eine Sache möchte ich dir gerne zeigen, denn wenn du zum Beispiel eine Fernbedienung hast und die möchtest du gerne nutzen in deinem Home Assistant, dann musst du das dafür aktivieren. Standardmäßig ist es nämlich so, dass bei Tastern diese Dinge, wenn dort halt irgendwie kein Programm drin hinter ist oder keine Direktverknüpfung oder so, kannst du hier draufdrücken, wie du möchtest. Diese Informationen werden nie weitergeschickt an den Home Assistant oder auch nicht an den I.O. Broker. Darum unbedingt ein kleines Hilfsprogramm erstellen. Dafür springe ich jetzt in die CCU. Und hier jetzt in der CCU gehe ich einfach auf den Punkt Programme und Verknüpfungen und dann Programme und Zentralverknüpfungen und habe hier nämlich schon ein kleines Hilfsprogramm und das möchte ich dir an der Stelle einfach kurz zeigen. Denn ich habe jetzt hier auch zum Beispiel mit der kleinen Fernbedienung hier ein Hilfsprogramm, wo ich einfach nur mein Gerät halt habe und sage Tastendruck kurz und wenn du willst, kannst du auch noch einen Tastendruck lang machen. Das heißt, das reicht schon.
Du brauchst hier keine Aktivität drin haben und nichts weiteres. Es reicht schon, wenn du so ein kleines Hilfsprogramm schreibst, denn dann werden diese Informationen auch weitergeleitet an zum Beispiel den IO-Broker oder den Home Assistant, je nachdem, was du dort verknüpft hast, und kannst dort diese Tastendrücke auch nutzen. Das an dieser Stelle nochmal ganz kurz angemerkt. Ich hoffe, bei dir hat die Integration ebenso geklappt. Natürlich freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Falls dich dieses Thema interessiert, dann unbedingt dir den Home Assistant Kurs nochmal anschauen. Den gibt es bei mir auf der Webseite verdrahtet.info. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!